Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, ich freue mich heute riesig über meinen Interviewgast. Und zwar ist die liebe Sina Scheunemann heute bei mir, Spirit- und Berufungscoach. Und wir unterhalten uns genau über ihr Thema, nämlich was eigentlich Berufung ist, wie sie ihren Klienten dabei hilft, ihre Berufung zu finden und wie sie dabei auch Spiritualität einsetzt. Ich habe mir gedacht, für den Erfolgsstrategie-Podcast ein mega Thema, denn damit kommen sehr viele auch zu mir, die sagen, Mareike, ich weiß gar nicht so richtig, was meine Berufung, was meine Aufgabe ist und so weiter. Und da fand ich einfach die Sina eine ganz wundervolle Gästin heute, die genau dazu eine Expertin ist und mit uns über dieses Thema spricht. Was ich an der Sina so sehr schätze, ist, dass Sina für alle ihre vor allem spirituellen Erlebnisse, die sie so hatte, kein Blatt vor den Mund nimmt und das einfach mal erzählt, was sie so erlebt hat, was sie auch schon mit Spiritualität bei ihren Klienten erlebt hat. Und sie ist da eine ganz wundervolle und offene Person und das finde ich einfach ganz, ganz fantastisch. Und was die liebe Sina auch tut, und das ist ein absolutes Special in dieser Podcast-Folge heute, ist, dass sie Kartenlegungen macht und aktuelle Energien mithilfe von Karten und ihrer eigenen spirituellen Anbindung übersetzt. Und das machen die Sina und ich heute gemeinsam hier in dem Erfolgsstrategie-Podcast, und zwar ausgerichtet für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören. Also diese Nachrichten, die kommen, sind für euch bestimmt. Es gibt auch noch eine kleine Special-Nachricht, das werdet ihr dann merken. Und für alle, die sich fragen, irgendwann zwischendurch in der Folge, haben die sich das eigentlich ausgedacht oder vorher abgesprochen, was die da machen? Das ist ja super crazy. Nein, haben wir nicht. Das ist tatsächlich alles so aus uns rausgesprudelt. Das haben wir genau so gelegt. Es kam so, wie es kam, kommen sollte. Und also Freunde, ganz, ganz, ganz spannend. Ich weiß, die Folge, wenn ihr heute reingeschaltet habt, dachte, oh, die Folge ist über eine Stunde. Die Folge ist echt doppelt so lang wie meine Folgen sonst. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, so sehr reinzuhören, weil es so, so spannend geworden ist. Also, mega. Und für alle Leute, die meine Folgen lieben für erstens, zweitens, drittens und Schritt 1, 2, 3, 4, 5, ihr müsst heute ausnahmsweise mal stark sein. Das kommt heute alles so rausgesprudelt, wie es rausgesprudelt kommt. Also die Folge ist wirklich fantastisch, hört sie euch an. Und wer im Anschluss Lust hat, mehr von der Sina zu erfahren, schaut bitte in den Shownotes vorbei. Da sind alle Links zur Sina drin. Also ihr könnt euch bei ihren kostenlosen Call buchen. Die Sina hat auch hat wundervolle Kurse, die sie anbietet, zum Beispiel die Zeichen des Universums lesen und so weiter. All diese Dinge findet ihr wie ihre Socials in den Shownotes. Jetzt habe ich irgendwie so einen Sprachendreher drin. In den Shownotes und könnt sie dort finden. Wie ihr mich finden könnt, wisst ihr auch in den Shownotes, auch zu meinen aktuellen Angeboten und Kursen, die ich anbiete. Auch diese Links findet ihr alle in den Shownotes. Und jetzt legen wir direkt los mit der Folge. Ihr Lieben, ich bin ja schon wieder aufgeregt heute und ganz gespannt auf die heutige Podcast-Folge, denn bei mir zu Gast ist heute Spirit- und Berufungscoach, die liebe Sina Scheunemann. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist, mit uns heute über das Thema Berufung spricht und ganz vieles mehr und Karten legt und überhaupt und alles. Sina, schön, dass du da bist. Ja, hi, liebe Mareike. Ich freue mich so wahnsinnig. Es ist mir so eine große Ehre, dass ich heute zu Gast in deinem Podcast sein darf und dass wir zwei über Spiritualität und Berufung sprechen dürfen. Denn wenn ich das hier gleich reinflüstern darf, im Vorfeld haben unsere Seelen so viel miteinander kommuniziert. Mareike ist mir regelmäßig im Traum erschienen, vorbeigelatscht, so hat gesagt, Sina, schreib mir doch jetzt mal eine Nachricht. Ja, das mache ich gerne mal im Traum. Ja, ich weiß. Und und dann bin ich dem dann natürlich gefolgt, ne? Weil ihr wisst, Impulsen ist immer zu folgen.
Impulsen steht zu folgen, ist ganz wichtig. Das ist der Beschleuniger für alles. Absolut. Beschleuniger für alles. Sina, da sind wir ja jetzt schon mittendrin im Thema. Ne? Irgendjemand erscheint dir im Traum, Berufung, Spirit. Bleiben wir mal erstmal beim Wort Berufung zu. Mhm. Was ist für dich Berufung? Ja, also Berufung ist ja etwas, wenn man das Wort so ein bisschen auseinander nimmt, etwas, von dem du gerufen wirst. Also Berufung ist, du kommst hier auf den Planeten, du hast einen Auftrag, weißt das aber am Anfang ja gar nicht, hast gar keinen Plan, lebst dann dein Leben, kriegst deine Programmierungen etc. Und irgendwann kommst du in deinem Leben an einen Punkt, oder die meisten von uns, sage ich mal so, wo etwas sehr, sehr eng im Leben wird und du spürst, wie soll das jetzt alles gewesen sein? Also irgendwie kann es das ja nicht gewesen sein. Also ne, merkst du im Job und Freundeskreis passt vielleicht nicht, Beziehung, alles blöd. So. Also wenn du an dem Punkt bist, alles blöd, dann bist du kurz davor, in deine Berufung zu gehen, so kann man das sagen. Und ja, Berufung ist etwas, wo du vom Himmel, von deiner Seele, von deinen Geistführern, von deinem göttlichen Auftrag gerufen wirst, ja, um hier auf der Erde etwas umzusetzen. Und ich mag mal gleich so ein bisschen so einen Trugschluss vorwegnehmen. Man meint ja immer, ah Mensch, ich finde dann meine Berufung und ich weiß dann, das ist es jetzt für immer und dann ist braucht man eine spitze Positionierung und hast du nicht gesehen und dann weiß ich das und dann ist alles geil. Ist auch alles geil, nur die Berufung, sagen wir mal, dehnt sich mit dem Weg aus. Also auf dem Weg, den du gehst, merkst du dann, ach, ich dachte, das ist meine Berufung, aber du entfaltest dich ja immer mehr. Ne? Also du lernst dazu, deine Seele entfaltet sich mehr und du kommst ja immer in neue Tiefen deines eigenen Selbst. Also du tauchst ja immer noch tiefer ein in dich selbst und stellst fest, oh, okay, meine Berufung, siehst du dann so rückwirkend eigentlich auch nochmal, ne? Wo du sagst so, oh mein Gott, was hat es überhaupt auch für eine Tragweite, für eine Reichweite, was man hier auf dem Planeten dann damit umsetzt, ja? Das heißt, Berufung ist etwas, was dir von vor der Geburt mitgegeben ist, was du auf dem Planeten entfalten darfst, wo du auf die Abenteuerreise gehen darfst und sagen darfst, okay, ich will das jetzt auch mal herausfinden überhaupt, was meine Berufung ist. Na, also weil man steht ja und sagt, ich will jetzt wissen, was meine Berufung ist. So geht es aber nicht, dann sind wir wieder in der Enge, sondern da darf man dann auch sagen, okay, ich mache mich mal abenteuerlich auf diese Reise und erfahre mal, worum es hier eigentlich für mich geht, wohin denn meine Seele auch gerufen wird, ja, auch zu welchen Menschen sie berufen ist quasi, gerufen ist und ja, zu welchem Auftrag sie hier berufen ist auf dem Planeten, ja. Genau. Also ich habe jetzt drei Sachen, wo ich gerne anknüpfen möchte. Ja. Eine Sache ist, und was ich so unterstreichen möchte, ist, es muss nicht immer dieses eine sein, sondern es dehnt sich halt aus. Ich habe ganz viele, die bei mir im Coaching beginnen und sagen, oh Gott, jetzt brauche ich ja dieses eine Thema und das limitiert ja so. Ne? Und dann diese Erlaubnis sich zu geben, ja, ich habe jetzt ein Thema und das gucke ich mir jetzt einmal an. Und wenn es das nicht ist, dann hat mich dieses Thema zu meinem Nächsten geführt und zu meinem nächsten Thema. Ja. Und das heißt nicht, dass, ne, wenn man jetzt sagt, so für mich weiß ich zum Beispiel grundsätzlich, dass bei mir es die Arbeit mit Menschen ist und dass ich Menschen voranbringe und dass ich wahrscheinlich nicht Kfz-Mechatronikerin, Mechanikerin, siehst du, das wird wahrscheinlich nicht meine Berufung sein. aber ich weiß so meine grundsätzliche Richtung und dann entfalte ich mich in diesem Bereich und mache das größer und gehe einfach in meine Schwingung. Nische finden ist ja für mich, mein Herz spricht zu deinem. Das ist meine Spezialisierung und Spezifizierung. Mhm. Positionierung. Das also das möchte ich nochmal unterstreichen. Das finde ich einfach so schön, das hast du so schön dargestellt. Genau, das war Punkt Nummer 1. Und jetzt Punkt Nummer 2 und 3. Vielleicht magst du einmal sagen, wie du dann deine Berufung gefunden hast, dass du genau das jetzt machst. Mhm. Und die dritte Aspekt, der sich dann daran anschließt, ist, wie hilfst du denn jetzt anderen, um genau diesen Weg zu finden, aus der Enge in die Weite sozusagen? Ja.
Ich freue mich mega, dass du diese Frage stellst. Wie bin ich zu dieser Berufung oder zu meiner Berufung gekommen? Und da kommen wir direkt rein. Also während du das aussprichst, fließt von oben durch wie die Jungfrau zum Kind. Und das ist wiederum sehr witzig, wenn man dann mal meine ganze Geschichte mal gehört hat. Also ich war genau an diesem Punkt, ja, also in meinem früheren Leben auf diesem Planeten, ja, ich sage mal, mein früheres Leben, das kriegt ja jetzt so eine neue Wendung, weil ich weiß mittlerweile über sehr viele frühere Leben Bescheid, also das frühere Leben hier auf diesem Planeten, da war ich ja Rechtsanwalt und Fachangestellte und Werbekauffrau und hatte auch 10 Jahre eine Agentur und war dann an dem Punkt, wo ich merkte, boah, hier geht gar nichts mehr, also ne, wie ich vorhin sagte, Beziehungen, immer die gleichen Dramathemen, Freundschaften immer auf die gleiche Art und Weise abgelaufen, auch immer irgendwie ja, nicht erfüllend, moneymäßig nicht erfüllend und einfach irgendwie stagnierend und alles blöd. So. Dann stand ich also eines Tages, 2017 auch erst, November 2017, heulend in meinem Wohnzimmer und habe gesagt, oh mein Gott, ist das Leben beschissen. So. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und dort, als ich da stand, ich werde das nie vergessen, und ich bin mir selbst so dankbar für diesen Moment, da stand ich da und habe gedacht, kann ich überhaupt glücklich werden? Ist das überhaupt möglich? Und meine Kernfrage damals war, oder das, wie das alles ins Laufen kam, war, dass ich die erste Erkenntnis erstmal, dass ich da heulend stand, dann die zweite, dass ich festgestellt habe, oh mein Gott, also ich hatte natürlich ein Beziehungsthema und habe mit all meinen Männern immer über die gleichen Sachen auf die gleiche Art und Weise diskutiert und habe dann gedacht so, what the fuck? Die kennen sich alle nicht. Wer war immer am Tatort? Ich. Es muss mit mir zu tun haben. Ich wusste damals nichts von Spiritualität. Ich wusste damals noch nicht mal das Wort Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe bei Google dann eingegeben, kann man glücklich werden? Ich glaube, das habe ich 2017 in den Suchschlitz eingegeben. Und damit war aber der Stein am Rollen. So, ne? Es war auch nicht mehr aufzuhalten. In dem Moment war mir klar, ich habe jetzt Bock, das rausfinden zu wollen. Ich will wissen, ob das geht. Und auch da ja die erste Erkenntnis, oder die zweite, dritte, 15. Erkenntnis, ja dann schon in dem Moment, es geht ja so rasend schnell, dass ich merkte, wenn ich am Tatort war, das war auch gleich das schönste Geschenk, wenn ich das kreiert hatte im Außen mit all den Menschen in meinem Umfeld, dann muss ich ja etwas an mir ändern können, damit sich im Außen etwas verändert. Also das war plötzlich so, oh mein Gott, danke, ich muss auf gar keinen warten da draußen, sondern ich habe das kreiert, also muss ich es auch ändern können. Und da habe ich gesagt, das will ich jetzt herausfinden. Und so ging die Reise dann los. Ja, und dann habe ich erstmal geguckt und bin dann auf das Wort Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Was das heute überhaupt heißt, naja, das entfaltet sich ja dann so, ne? Wie man seine eigene Person entwickelt, entfaltet quasi. Und ja, dann habe ich mich da mal auf die Suche begeben. Und dann kommen ja die richtigen Bücher. Meine Universumsbibel damals war von Pam Grout, sei dankbar und werde reich. Das war so ein bisschen Bibi Blocksberg-Energie. Und da habe ich gesagt, jo, was, wenn das wirklich, wirklich wahr ist, was in diesem Buch steht? Und was, wenn ich das jetzt einfach mal ausprobiere? Und was, wenn es echt stimmt? Weil als Kind war mir das total klar. Ne? Das wusste ich auch. Und das wusste ich auch in dem Moment, 2017, dass ich dachte, also so mit 8, 9 war ich noch Bibi Blocksberg-mäßig und habe gesagt, so, ich werde zaubern können. Ich weiß, dass das geht, aber das Außen hat mir halt immer gesagt, nein, 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 du spinnst, du bist doof und dumm, ne? Und du mit deiner Traumfantasie und so weiter. Und es war mir immer, ja, absolut glockenklar. Und ja, dann habe ich dieses Buch, ich weiß nicht, wie oft gehört, ich hatte es als Hörbuch. Und dann bin ich rausgegangen in die Welt und habe gesagt, okay, ich lasse mich mal auf diese Zauberei ein. Ich lasse mich mal auf diese neue Perspektive ein. Ja, und seitdem, was soll ich sagen, rollt's. Ja, und durch das Entfalten, also durch die neue Perspektive, räumst du dann ja deinen Rucksack eine Schicht nach der nächsten auf. Und dadurch entwickelt sich ja deine Spiritualität, also die Fähigkeit, damit zu arbeiten, deine
deine Hellsichtigkeit, ja, also hellsehen, hellfühlen, hellschmecken etc. Ne? Jedem von uns ist das ja mitgegeben. Jeder von uns hat diese Fähigkeiten und diese Gaben. Es hat uns halt einfach, also weil wir göttliche Wesen sind, es hat uns halt einfach nur niemand erklärt, dass wir es haben, wie es funktioniert und dass wir das entfalten können. Und für viele ist das halt die Herausforderung. Wir arbeiten ja mit dem Unsichtbaren. Und das ist der Grund, warum es für viele so schwierig ist, am Anfang sich darauf einzulassen. Ne? Spiritualität ist ja nichts anderes als die Arbeit mit unsichtbaren Energien. That's it. Ist kein Esoterik-Gequake oder so, sondern es ist einfach nur die Arbeit mit unsichtbaren Energien. Ja. Genau. So. Und die dritte Frage. Ja. Danke. Das war mega. Und die Frage ist jetzt, wie arbeitest du eben, also die dritte Frage, die da war, ne, wie arbeitest du jetzt mit diesen Energien, deiner eigenen Erfahrung und deinem Sein jetzt mit Menschen, um ihnen zu zeigen, was ihre Berufung ist? Beziehungsweise, ich tippe jetzt mal darauf, dass du sie einfach selbst herausfinden lässt. Aber wie machst du das? Ja, also in der Regel ist das tatsächlich so, also auch dieses Berufungscoaching hat sich für mich ja auch erst auf dem Weg eröffnet, als ich feststellte, ich schaue Menschen an, die erzählen mir drei Sachen und ich sage denen, was deren Berufung ist. So, also so läuft das eigentlich. Das ist ungefähr wie bei mir, dass ich jemanden in 3 Minuten sagen kann, warum es gerade im Manifestflow nicht so läuft. So, ne? Genau so. Ne? Also natürlich hast du in diesem Leben schon Erfahrungen gemacht, die auch darauf hinweisen. Ne? Man sagt ja auch mal, hey, was hast du in deiner Kindheit gemacht? Bei mir war das nun mal diese Bibi Blocksberg-Nummer, ne? Zum Beispiel. Aber auch, das mag ich kurz einwerfen, weil halt jeder schon jetzt in seinem Leben Anteile hat, an denen er ableiten könnte, was seine Berufung ist. Ja? Also zum Beispiel bin ich schon getauft auf den Spruch, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht länger wandeln in der Finsternis. So. Nun ist mir vor 2 Jahren Jesus erschienen. Das haue ich jetzt hier mal so ganz mutig raus. Ja. Und der hat mir gesagt, was meine Berufung ist. Er hat mir gesagt, Sina, hilf den Frauen, in ihre Kraft zu gehen. Und ich hatte 4 Wochen mit Jesus damals, vor Ostern, war eine ganz geile Nummer. Mache ich wohl mal ein YouTube-Video drüber. Und ja, was das dann aber heißt, Frauen in ihre Kraft zu begleiten, das wusste ich noch nicht so genau. So, das heißt, in der Regel kommen Frauen zu mir. Wenn du als Mann das hörst, bist du selbstverständlich auch super gerne eingeladen, dich mit deiner Berufung und deiner Spiritualität zu befassen. Ja, in der Regel kommen Frauen, die ja aus einer Situation weg wollen, ne? Also da, wo sie jetzt nicht mehr glücklich sind, raus wollen. Und viele haben auch schon eine Idee tatsächlich. Also die meisten wissen auch schon so ein bisschen, ich spüre da was und ich spüre meine Fähigkeiten, aber ich traue mich, die auch vielleicht noch nicht zu leben. Oder ich würde gern in dem und dem Bereich arbeiten. Also in der Regel wissen die meisten, dass sie mit Menschen zum Beispiel arbeiten wollen. Ne? Haben auch, also die Menschen, die zu mir kommen, weil ja auch Spirit Coach, die haben auch schon ein bisschen mit Spiritualität zu tun. Also die haben da schon mal von gehört, vom Universum und so. Ja, und dann schauen wir, wo soll denn die Reise hingehen? Wir finden erstmal die Ziele. Und in der Regel, also alles, was dich auf deinem Weg davon abhält, das zu leben, was du leben willst, ist einzig und allein eine unsichtbare Energie, die sich in deinem Körperfeld und in deinem Körper selbst befindet. Und die arbeiten wir heraus durch unterschiedlichste Techniken, durch innere Reisen, durch Journalen, durch Fragen, durch Zeichen des Universums lesen und ja, lösen Fingerschnippen, kann ich ja schon bald sagen, die Blockade auf und dann geht's ab. In die Berufung. Und die Berufung eröffnet sich dann wieder auf dem Weg. Ja? Man muss das ja am eigenen Körper erfahren. Ich bin ja nur der Spiegel und ich bin ja nur diejenige, die euch da draußen alle begleitet. Ich bin ein Wegbegleiter, ich reiche euch meine Hand.
Aber ihr erfahrt das ja am eigenen Körper. Ihr spürt selbst, was im Körper passiert. Ihr spürt, wenn eine Energie in die Weichheit geht. Ihr spürt selbst, ihr empfangt selbst die Erkenntnisse. Ihr empfangt selbst von euren Geistführern. Manchmal kommen auch Channel-Messages in solchen Sitzungen durch. Ne? Kennt Mareike ja wohl auch. Wenn die Armen plötzlich mit im Bilde sind, wundert mich, dass hier heute noch nichts geblitzt ist und so bei unserer Energy, dass hier noch keiner durchgelaufen ist, das Bild. Ja. Ja, das ist mega. Und also ich finde es ja fantastisch. Ne? Und danke auch für deine Ehrlichkeit und Authentizität hier. Das ist einfach so wertvoll an der Stelle. Und das führt mich zu einer Frage, die mich jetzt auch, also mich interessiert alles persönlich, ja, aber persönlich ganz besonders, sagen wir so, interessiert. Und zwar hast du das ja gerade gesagt, ach, da kommt gerade irgendwas rein oder ich habe ja hier irgendwie so ein Channel-Ding und so. Und ich hatte das jetzt auch mit einer Kundin, die ich ganz arg gespürt habe und wo ich gesagt habe, so, hey, da muss ich jetzt eine Nachricht aufnehmen, da kommt gerade irgendwas rein und ich nehme nur mein Handy und beobachte mich quasi selbst, wie ich da was aufnehme. Und dann hat die mir geantwortet und hat gesagt, Mareike, woher weißt du das? Und ich sage, ich weiß das nicht, ich weiß das einfach. Du und bist woher weißt, ganz genau, woher kannst du mir diese Info, woher, wie kannst du das wissen? Und ich weiß das einfach, ich kann das einfach. Und für mich spürt sich das so an, so nach dem Motto, oh, irgendwie kommt gerade voll was rein, muss sofort raus, muss sofort an die Kunden, muss sofort irgendwie so. Ja. Und meine Frage ist, wie fühlt sich das für dich an? Weil mich wird das, also mich interessiert das so wahnsinnig, wie andere Menschen sowas empfinden. Ja, dazu darf man vielleicht vorweg sagen, es gibt ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie Informationen zu dir kommen, wie du sie verarbeitest, wie du sie fühlst. Ja, also nicht unterschiedliche Arten, wie du sie fühlst, sondern zum Beispiel Message, also erstmal sind wir ja alle so ein Datenbahnhof. Also du bist auf jeden Fall ein Datenbahnhof, also weil du so gut angebunden bist. Und ich sage auch ganz oft so zu den Menschen, tut mir leid, ich bin nur der Übermittler, ne? Töte nicht den Propheten, den Botschafter. Ich bin nur der Bahnhof. Die Info kommt rein, mach damit, was du willst. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist für mich, wie gesagt, unterschiedlich. Es gibt einmal, ich blicke ja aus meinem Körper heraus. Das heißt, ich kann Zeichen im Außen wahrnehmen, auf Autokennzeichen. Und das ist nicht immer so, wir erschaffen ja von innen nach außen. Aber es gibt schon Messages im Außen, wo ich weiß, die werden mir jetzt von der geistigen Welt gebracht, die ich weiterleiten soll, die nicht zwangsläufig nur mit mir zu tun haben. Und da werde ich so mit dem Kopf, ne? Also ich sitze im Auto oder was und dann so guck da rechts, ja, okay. Okay, oder ich durfte mal einen Engel fotografieren tatsächlich. Da habe ich mir an der Partnachklamm die Zähne geputzt und saß dann da und dann war immer nur so eine Stimme in meinem Kopf, guck da rüber. Und ich so, ja, okay, ich sehe nichts, mach ein Foto. Also es kommt dann so, mach ein Foto. Und dann ist es so sehr intensiv und diese Impulse sind sehr aufdringlich und fühlen sich von der Intensität für mich kühler an als als mein Gedankenkarussell oder was aus meinem eigenen Gefäß so kommt. Ne? Ja. Ich sage immer so, also auch bei telepathischen Übertragungen, dann ist das so, wie ich sag mal, wie bei Harry Potter, wo da so bei den Dursleys so ein Glas so am Kopf ist, das wieder so tick, 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 jetzt hör mich. Also es klingelt, als würde es von außen anklingeln. Und diese Energie ist für mich so ein bisschen so wie Wasser, kühles Wasser, würde ich sagen. Ja, und dann weiß ich, dass es kommt gerade nicht aus mir. Ja, und dann hatte ich zum Beispiel da, ne, ich folge dem dann, ne, wenn mir jemand sagt, jetzt mach da ein Foto, dann mache ich da ein Foto, egal, ob ich da jetzt was sehe oder nicht. Und später konnte ich dann auf der Kamera dann sehen, habe ich auch erst 2 Tage später gesehen auf dem Handy beim Durchblättern, dass da ein ganzer Engel abgebildet war. Also zum Beispiel, also das sind ja so Zeichen im Außen, ja. Dann kannst du Messages auch übers Außen zum Beispiel durch Menschen wahrnehmen, also Menschen als Botschafter, die dir einfach was rausspulen, die wissen dann auch gar nicht, was sie da gerade erzählen und dann denkst du so, hä, was hat der gerade gesagt? Das ist dann dein Zeichen, wo du merkst, oh,
das war wichtig für mich. Also immer, wenn du das Gefühl hast, dann ist es wichtig. Dann ist absolut wichtig. Und dann kannst du Bäume, Pflanzen, Tiere, ja, können dir auch Messages übermitteln, Baumgeister etc. Das hörst du dann auch, du gehst im Wald spazieren und plötzlich so, der Baum spricht mit mir. Okay, was sagt er denn? Ja, also und das kommt auch so, ne? Das ist so eine Dauerschleife auch, wenn man, also die geistige Welt wiederholt das dann auch gerne, weil beim ersten Mal merkt man es vielleicht noch nicht, dass mit einem gesprochen wird, ne? Das ist so, wie wenn irgendwo Hintergrundrauschen ist. So, und dann kommt immer wieder so ein Satz rein, wo du merkst, oder du hast plötzlich einen Ohrwurm oder das ist halt alles, was im Außen stattfindet, was du im Innen dann wahrnimmst und was du eher im Kopf wahrnimmst. Ja. Dann gibt es ja deine eigenen Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken. Ne? Du kannst ja auch plötzlich einen Geschmack im Mund haben oder du kannst plötzlich einen Geruch in der Nase haben, wo du merkst, okay, was willst du mir denn jetzt hier gerade sagen? Ne? Also wenn du irgendwo, also du wirst, das ist immer so ein Moment. Also so ein, wo du einfach kurz durchgeschüttelt wirst, wenn du nicht selber drauf kommst. Das, was du sagst mit dem Fühlen, das ist tatsächlich für mich eine tiefe innere Weisheit der Wärme und da wird nichts hinterfragt. Ja. Ne? Du hinterfragst nicht, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, kann ich dem Glauben schenken oder so, sondern das ist einfach eine Weisheit. Und ich sage immer, was der Kopf verstanden, das Herz gefühlt hat, ist Weisheit in dir geworden. Ne? Also durch das Ganze, was man im Außen so auch aufräumt oder was man alles so aufräumt, dann weißt du, was integriert ist. Aber es gibt so Wahrheiten, zum Beispiel über meine früheren Leben, da werde ich darauf hingewiesen, im Außen, zack, 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 kriege ich da ein Buch, kriege ich da eine Geschichte und spüre direkt, ach, okay, das war mal ein Anteil von mir. Da ist eine Information auf meiner Seele, eine Erinnerung, die gerade bei mir in Resonanz geht, in Bezug auf ein vergangenes Leben. Jetzt hat das Bild übrigens gerade gewackelt. Jetzt war eine Energie anwesend. Also, was kriege ich jetzt als Message rein? Wir hatten ein vergangenes Leben. Kein Witz, ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Wo du das gesagt hast, ist die Kerze ausgegangen unter meinem Teepot. Also das fand ich jetzt auch nochmal spannend, ja. Aha, der Ofen ist aus. Hier ist auch gerade, ich weiß nicht, also jetzt unterbreche ich dich so unhöflich, aber es ist doch gerade ganz spannend. Ich habe gerade, das dürfte jetzt ungefähr 10 Minuten her sein, mit einer Frage oder mit etwas ein bisschen gestoppt und habe nach rechts geguckt, weil ich dachte, da kommt irgendwas. Ich habe in dem Moment eine neue Zahlung gerade empfangen. Ja, und ich sage dir auch, was das heißt mit dem, der Ofen ist aus. Ja, erzähl. Du hast doch ein Auto bestellt und ein Motorrad ja, abgegeben, ne? Ja, kommt, ja, genau. Naja. Das ist das, was gerade, der Ofen ist für mich deine heiße Kiste unter deinem Popo. Ah ja. Okay. Super. Ja, cool. Mega. Ja. Jetzt haben wir jetzt den Faden verloren? Nein, wir gehen. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Hatten wir überhaupt einen Faden? Nein, es ging darum, wie du das empfindest mit den Universumsenergien. Genau. Und ich greife da nochmal 2 Punkte ganz kurz drauf ein, also oder auf. Der erste Punkt ist, und ich finde es einfach so cool, du sprichst da ja super offen drüber. Ja. Und ich mache das mittlerweile auch, aber früher habe ich da immer mit vorgehaltener Hand. Also ich habe nun viel auch früher in der Kirche unterwegs, jetzt nicht mehr so viel bis gar nicht. Ja. Weil mir es teilweise auch zu eng ist, ehrlicherweise. Ich war so ein bisschen, naja, Mareike, die mit ihrem Glauben und so, das passt dann schon so. Aber ich hatte das früher schon als Kind so arg. Ja. Wo ich mich in der Schule an einen Baum gelehnt habe und gesagt habe, ja, hier bin ich jetzt sicher und hier fühle ich mich jetzt irgendwie gut und das ist wie so ein Kraftbaum und so. Und da haben wir alle gedacht, oh Gott, das Kind, ne? Ja. Wird auch sehr normal, warte, du hör mir auf. Ja. Ich fand es so normal. Ja. Und das Ding ist ja, das ist ja auch normal. Das ist ja auch normal, ja. Wir haben das ja alle. Ja. Und man kann ja auch nicht, und das fand ich auch mal einen spannenden Gedanke, man kann nicht spirituell sein. Richtig. Man kann nicht sagen, ich habe nur einen Körper aus Fleisch und mehr ist das. Nein. Wir haben alle einen Geist.
Ja. Und die Frage ist jetzt, inwieweit richte ich mich jetzt nach diesem Geist oder wie weit richte ich mich danach aus, wie weit arbeite ich damit oder wie weit auch eben nicht. Und es ist in Ordnung. Egal, wofür du dich entscheidest und wie du das für dich lebst, es ist in Ordnung. Und das finde ich bei all dem, und es kommt auch so schön raus, so klasse von dem, was du erzählt hast, weil es so offen und so frei ist. Ne? Jeder kann das so empfinden und spüren und leben, wie es einem mitgegeben ist. Mhm. Da gibt es ja Leute, die eben so angebunden sind. Und wie gesagt, ich merke das ja auch. Und bei mir ist das genauso wie mit diesem, du musst das jetzt der Kundin sagen. Das nützt alles nichts, auch wenn du weißt gar nicht, ob das jetzt irgendwas für die ist oder es macht auch eigentlich gerade gar keinen Sinn, aber du musst der immer raus. Und das habe ich dann wirklich gestern war es beispielsweise so, 2 Stunden nonstop, das musst du der jetzt sagen und ich empfinde das wirklich ganz genauso. Ja. Also das, vielen, vielen Dank dafür, das Teilen, einen Punkt jetzt zu machen. Und dann die nächste Frage wäre, du hast ja einen großen YouTube-Kanal, wo du auch Energien übersetzt, du machst Sternzeichenlegung, freue mich immer, wenn die Waage rauskommt, wir sind ja beide Waage, gell, wir haben ja also ganz dicht aufeinander Geburtstag, ne? Also ich habe auch heute meine Waagetasse rausgeholt, also alles und so, und dann machst du solche Legungen und so weiter und so fort, und dafür verwendest du auch Kartensets, richtig? Genau. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, nee, wollte ich jetzt so elegant zum nächsten Part der Podcast-Folge überleiten. Und du übersetzt das Ganze mit Karten, nimmst es als Hilfsmittel, als Tool mit Karten. Und da wäre jetzt eben meine Frage, ob du heute in der Podcast-Folge mit uns sowas mal machen magst und Karten legen und Energien übersetzen. Ja, na klar. Vorweg darf ich aber einmal sagen, ich mache keine Sternzeichenlegungen mehr. Oh. Pardon, aber die gibt es. Das war jetzt mein Universumstest. Keine Sternzeichenlegung mehr. Das habe ich vor kurzem eingestellt, weil meine Seele ruft, Impulsen, ne, ist zu folgen. Ja. Du weißt, wie das ist, wenn man Dinge einstellen soll. Ja, das kenne ich sehr gut. Ne? Genau, um halt mehr so darüber zu sprechen, also nicht nur über die Kartenlegung, ne? Ja. Um einfach noch mehr, du hattest mir auch vorhin gefragt, wie ich da dann den Menschen mit weiterhelfe, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal habe ich dann bis jetzt halt, ne, die Karten genommen, weil die Karten, alles, was wir haben, ist egal, ihr Lieben, ob ihr eine Message empfangen wollt, wenn ihr gerade beim Frühstück seid, ihr habt eine Frage, dann guckt ihr über den Frühstückstisch und werdet auf die Müsli-Packung geleitet und da steht es dann drauf oder so. Ne? Also alles ist ein Übersetzungstool und bei mir kam eben auch die ganze Zeit rein, deshalb schieße ich das hier rein. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das vorhin reinkam, aber es kam das Thema, die Sprache, als du mich gefragt hast oder gesagt hast, so, dass ich das so frei lebe. Ja. Es gibt eine Sprache auf diesem Planeten, das ist wie Englisch, Spanisch, Italienisch, was auch immer du sprechen möchtest, die für alle Menschen vorhanden ist, und das ist die universelle Sprache. Und an dieser Stelle, lass uns doch noch mal eine Folge dazu aufnehmen, die universelle Sprache. Das musste ich mal kurz loswerden. Genau, und diese Sprache, so viele Menschen, wie es auf dem Planeten gibt, so viele Akzente gibt es quasi von der universellen Sprache, die für jeden Menschen zu jeder Zeit, egal in welcher Lage du dich befindest, immer vorhanden ist, damit du weiterkommst auf deinem Weg. Du darfst einfach nur lernen, diese Sprache sprechen zu lernen, zu verstehen. Und die Karten nutze ich, um das, was reinkommt an Energie, zu übersetzen. Im Grunde brauchst du keine Karten, ja? Jeder kann das so oder jeder könnte das so, wenn er das denn machen wollen würde, ist einfach nur eine Entscheidung. Ja, will ich machen, fertig. So. Und die Karten helfen aber natürlich, um dann manchmal noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen oder das einfach noch mal was abzuholen oder so. Aber in der Grundsätzlichkeit bin ich der Kanal. Durch mich fließt es durch, wie durch dich fließt es durch. Ne? Ich weiß, du hast auch so ein mega geiles Kartendeck, was ich auch hier habe übrigens. Yay! Für alle, was sie meinte, sie hat gerade, für alle, die gerade nur hören, das Moneyflow-Kartenset in die Kamera. Ja,
Genau, das ist meine Flowcard. Von mir entwickelt, bin ganz stolz drauf. Ja, ich bin auch mega stolz drauf, weil das, Leute, holt euch das. Das ist richtig, richtig fett. So, genau. Dann habe ich zum Beispiel auch, wir machen gleich dieses Legungsding, dann habe ich auch noch Runen. Das ist mein Herzensding. Runen, die alten germanischen Zeichen zu nutzen. Da ziehe ich uns auch noch eine. Und diese Kraft zu integrieren, das ist Magic pur, Leute, kann ich euch nur sagen. So, wir machen eine Kartenlegung. Und ich hatte im Vorfeld tatsächlich schon, das schieße ich ja auch jetzt einmal rein, eine Nachricht empfangen, als ich gefragt habe, was ihr denn für, also was für euch, ihr Lieben, jetzt wichtig wäre. Und es gibt da draußen irgendwo eine Frau mit dunkelbraunen Haaren, die, ich sage mal übersetzt, irgendwo am Wasser steht, ihre Hände aufs Herz hält und so ein bisschen verzweifelt ist und nicht so richtig weiß, was zu tun ist. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, für dich kam vorhin, als ich im Auto saß und über diese Folge hier nachdachte, wurde mir eine Karte gezeigt, visualisiert und das ist die Reise. Ich halte das jetzt hier mal in die Kamera, auch wenn ihr das nur hört. Ich beschreibe euch das oder vielleicht willst du das beschreiben, was da drauf ist. Ja, genau. Also für alle, die jetzt gerade nicht auf YouTube schauen. Es ist eine, was ist denn das? Das ist ein Indianer. Indianer, Hände vors Herz, über Kreuz geschränkt. Oben auf seinem Kopf sitzt eine Eule. Ja. Und ich glaube, sind es Flügel, die man da erkennen kann? Ja. Oder ist es ja? Und am Rücken Flügel, lange Haare und den Kopf etwas nach unten geneigt. Mhm, genau. So, die Eule hat ein Herz auf dem Stirnchakra quasi. Sie sitzt ja auf dem Kopf des Indianers. Und das Herz ist am dritten Auge. Diese Karte hat die Nummer 29. Das wäre in der Quersumme die 11. Das heißt, es ist etwas Schicksalhaftes, was dir jetzt gerade widerfährt. Also der Frau, die ich jetzt hier anspreche, die ist so irgendwie zwischen 29 und 35 kam mir rein. Und ungefähr 1,68 bis 1,73 groß. Okay, gut. Und sportlich gekleidet. Okay. Und es geht um eine Entscheidung, die zu treffen ist. Es geht um Mut. Und die Reise sagt, hey, da, wo du gerade stehst, du stehst quasi schon am Hafenbecken, auch wenn du das Schiff noch nicht sehen kannst. Höre auf dein Herz, höre auf deine innere Weisheit, auch folge deiner Intuition. Da, wo du bist, bist du genau, also richtig, du bist auf dem Weg. Und das Einzige, was du machen musst, ist, an diesen Schiffskai zu gehen. Da kommt das Schiff an, aber wenn es da ist, dann musst du auch einsteigen in dieses Schiff. Dann musst du einsteigen. Das heißt, tu jetzt alles dafür. Das, wo du gerade die Lösung für suchst, die kommt dann, wenn du anfängst, deine Koffer zu packen. Also sprich, wenn du anfängst, auszumisten, wenn du dich vorbereitest. Dann wirst du genau wissen, wann du wo sein sollst. Und dann ist das Schiff da, was dich auf die nächste Reise bringt. Also vertraue auf deine innere Stimme. Zieh deine Sinne zu dir zurück. Kapsel dich auch so ein bisschen vom Außen ab und lasse nichts, okay, das kommt jetzt zum Beispiel richtig von oben, lasse nichts anderes als an deine Ohren, als deine innere Stimme. Lasse nichts anderes an deine Ohren, als deine innere Stimme. Das heißt, höre nicht auf das, was Freunde, Bekannte oder was auch immer sagen. Ja, und die innere Stimme ist nicht die Kopfenergie hier, sondern das ist das, was aus deinem Gefühl, das, was Mareike vorhin gesagt hat, du fühlst, dass du da, wo du gerade bist, nicht mehr richtig bist, aber du weißt nicht, was der nächste Schritt ist. Das ist okay. Ja? Und für diese Frau da draußen würde ich jetzt gerne noch eine Karte draufziehen. Wir haben ja übrigens das schamanische Seelenorakel und das Crystal Visions Tarot. Ha! Geil. Also, dazu ist gefallen, und ich werde hier jetzt auch nicht mehr Infos rausziehen können, The Wheel of Fortune, das Rad des Schicksals ist gefallen. Das heißt,
Es ist schicksalhaft geführt und du wirst schicksalhaft von oben gerade zu deinem Abschluss geführt, denn wir haben die 10 und die 11 in Kombi, da haben wir die 21. Die 21 ist die Welt der Abschluss, also der Lebenszyklus, du spürst das schon, dass der Lebenszyklus endet und es braucht einfach nur Mut. Ich habe hier eine Drachenenergie, eine Feuersenergie, es wird zur rechten Zeit genau das passieren, was du brauchst. Und es könnte sein, ich werde gerade darauf hingewiesen, dass es sich hierbei, dass die Frau Stier ist. Stier oder Zwilling. Aber ich kriege Stier rein. Okay, ihr Lieben, also solltest du dich da draußen befinden, schreib es gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, wo Mareike bekommt. Dann leg mich in der Story. Oder wenn du es nicht magst, also ganz im Ernst, wenn sich da jetzt wirklich, und da wird sich jemand von angesprochen haben, weil das hast du jetzt nicht umsonst empfangen, es gibt ja keine Zufälle, gerne uns eine Nachricht schreiben, falls du das nicht öffentlich tun magst, aber wir, oder ich leite dich dann an die Sina weiter oder umgekehrt. Genau. Und, so, nun haue ich aber nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Genau, für allesamt. Das ist übrigens auch so, ne, wenn ihr zum Beispiel eine Nachricht empfangen möchtet, was ist euer nächster Schritt, dann könnt ihr mit dieser Message, mit dieser Frage den nächsten Podcast von Mareike hören. Ihr könnt die nächste Story auf Insta aufmachen. Ja, ihr könnt euch über Mareike zum Beispiel oder über meine Story, könnt ihr euch Nachrichten von der geistigen Welt bestellen. Wenn ihr nicht weiter wisst, dann sagt ihr, okay, ich bestelle mir über Mareike, über Sina, mein Next Step, und dann guckt ihr die Stories und dann stellt ihr fest, oh, da war's, danke. So. Ich kriege solche Nachrichten so oft. Ja. So oft, wenn Universum, was ist der nächste Schritt? Dann mache ich von irgendjemandem die Story auf und sehe eine Buchempfehlung, die hier in meinem Schrank steht. Dann gehe ich zu dem Schrank, nehme das irgendwo auf und dann, okay, verstanden. Das Geile ist ja, es ist so einfach. Ja. Es ist so einfach. Ja. Und weich. So, los geht das. Also, liebe geistige Welt, was darf ich all den Hörern von diesem Podcast beziehungsweise alle, die das Video auch noch auf YouTube erreicht, was darf ich hier durchgeben? Was ist jetzt wichtig? Die sind ganz weich. Eine Weichheit kommt durch. Okay. Es findet ein Umsturz, eine Umstrukturierung statt. Wir haben die Adlerenergie, 16er Energie, ein Aufbruch, ein Umbruch steht jetzt energetisch an im Feld. Also das ist die Energie, die jetzt gerade wirkt. Falls du also gerade das Gefühl hast, so, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob dieser Käfig hier jemals aufhört, ob das jemals was wird. Es ist göttlich geführt, ja. Du darfst dich hier befreien. Adlerenergie ist Freiheitsenergie. Adlerenergie sagt so, es bedarf deiner Entscheidung, ob du im Hühnerstall hockst und auf die nächste Fütterung wartest und dich mit den, also wenn du der Gockel bist, ob du dich da mit den Hühnern befassen möchtest oder ob du einfach frei sein willst. Ob du frei sein willst, ist deine Entscheidung. Und die Entscheidung wirst du dann aber auch treffen, wenn du soweit bist. Also ne, die Entscheidung wird dir auch göttlich herbeigeschickt. Wir haben hier dazu den Baum des Lebens und der spricht davon, dass etwas ins Gleichgewicht kommen möchte. Es ist etwas in der Disbalance. Nun ist ja öfter mal was im Leben in der Disbalance, ja. Aber hier geht es wirklich darum, richtig geile, fette Entscheidungen zu treffen, seine Flügel auszubreiten, die Adlerperspektive auch einzunehmen, von oben auf deine Situation zu gucken. Also wir sind ja oft so, ne, hier, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht quasi, hast ein Brett vorm Kopf, weißt nicht, was zu tun ist, drehst dich im Kreis zwischen an den anderen Hühnern, dann ist das sinnvoll, mal die Adlerperspektive einzunehmen, von oben drauf zu schauen. Und diese Umstrukturierung wird stattfinden. Es ist geiler, wenn du selbst die Entscheidung triffst, als wenn du dann irgendwann dazu gezwungen wirst vom Außen. Wie gesagt, hier ist etwas in der Disbalance, von dem all die Hörer da draußen genau wissen, dass es in der Disbalance ist. Und das wird ausgeglichen werden und dafür wirst du dich befreien. Ich mag da auch noch auf den Crystal Visions eine draufziehen. Ich kriege gerade noch durchgesagt,
sorry, habe ich, ja. Also das ist jetzt wieder so ein Moment, ne? Jetzt kommt wieder von oben rein, Sina, hast du nicht gesehen, dass 16, 1 und 6, was das noch bedeutet? Ja, sage ich noch. Also, die 1 ist der Schöpfer selbst. Du drehst dich um mit der 1 zu der 6. Die 6 ist deinem Herzen folgen, die Liebe, die Liebenden. Und 1 und 6 ist 7, das ist Hingabe. Und wenn du das machst, wenn du dich als schöpferisches Wesen umdrehst zu deinem Herzen, und ich habe vorhin gesagt, es wird ganz weich, als die Nachricht durchkam, dann wird es geil, weil dann geht es richtig vorwärts. Die 7 ist der geschenkte Sieg. Das heißt, wenn du loslässt, wenn du es machst, wenn du springst, wenn du deine Flügel ausbreitest, dann wird es geil. So, nur das muss aus dir selbst herauskommen. Und du guckst gerade noch, ach nee, ich will nicht, was tue ich denn? Ja, du sollst dich umdrehen, also nach innen richten, deinem Herzen folgen und dann let's go. Und du befindest dich gerade in einer Fünfer-Energie, in einer Umstrukturierung. So, ich wollte eigentlich was mischen, brauche ich nicht, weil ich habe an der richtigen Stelle die Karten geteilt, das Kartendeck geteilt. Ich habe hier 8 of Swords, 8 der Schwerter. Das ist die absolute Selbstsabotage. Da, wo du dich gerade befindest, da hast du dich aufgrund deiner Gedanken, deiner Bullshit-Story selbst hingebracht und stehst dir selbst im Weg. Ja, deine Gedanken fesseln dich, aber hier kommt Hilfe, Klarheit kommt rein. Die Raben, die hier auf der Karte sind, die kommen zu dir, die entfesseln dich, weil hier wartet ein richtig geiles Leben auf dich. 10 of Pentacles. 10 der Münzen. Mit 10 der Münzen bist du in der absoluten Erfüllung. Da, wo du dich jetzt gerade befindest, bist du das nicht. Irgendwo in deinem Lebensbereich, ja, vermutlich, da wir bei Mareike sind, in den Finanzen oder in der spirituellen Ausrichtung oder im Job, sind wir auch wieder bei Finanzen, bist du das eben nicht. Also irgendwo im Außen. Das, was dich hier hemmt, ist eine Vierer-Mangel-Energie. Das kommen wir auch gerade von oben durch. 4 Münzen. Du hältst fest an Glaubenssätzen über Geld und meinst, okay, Moment. Okay, also es geht, was gibt es zu changen, damit du weiterkommst? Das ist der Glaubenssatz. Dass du an dem, was du jetzt gerade festhältst, weil du nicht im Vertrauen bist, dass du mehr Geld kreierst, wenn du investierst. Und diese Message kam gerade nicht aus mir. Weil genau genommen ist es ja so, wenn du, das kommt jetzt wieder aus mir, wenn du der Meinung bist, du hast nicht genug Geld, dann bist du im Mangel. Du kannst aber nur mehr Geld erschaffen, wenn du in dich investierst und nicht, wenn du da stehen bleibst. Also wenn du dein Herz verschließt und daraufhin nicht deine Wünsche und Träume lebst, dann wird es halt auch einfach nicht geil. Und das Mädel hier sitzt auf dem Baum und die müsste jetzt einfach nur mal springen. Also ich kriege so jetzt Energie rein, ich habe mich auf den Baum gerettet, ich will hier aber nicht runter. Du darfst springen. Und diesen einen Glaubenssatz, der bringt dich weiter. Und den gebe ich jetzt an Mareike zurück, weil Mareike das jetzt nochmal ein bisschen intensiver aufdröseln wird, diesen einen Glaubenssatz. Also ich hab jetzt nicht das Geld, um zu investieren. Also was ich da spüre, was da jetzt so bei mir gerade ankommt, ist, es ist nicht unbedingt das Geld, sondern die Angst davor, Geld auszugeben. Ja. Es ist nicht unbedingt dieses, oh Gott und Geld und ich habe jetzt irgendwie Existenzängste oder so, sondern es ist die Angst zu springen, ein Geld auszugeben und in sich zu investieren, die Angst vor Investitionen und vor allem die Angst in Investitionen in sich selbst, weil man Angst davor hat, wenn ich meinen eigenen Wert plötzlich erkenne und meine eigene Größe wahrnehme, dass dann schlimme Dinge passieren. Und hier Botschaft an deine Seele, alles ist gut, ich komme in Frieden, du brauchst keine Angst haben, deine eigene Größe ist sicher, deine eigene Größe ist super und bitte strahl mit deinem Licht hier in diese Welt. Und das ist jetzt das, was ich gerade da so ein bisschen wahrnehme, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich wahrnehme, springen.
springen. Genau. Weil du wirst nicht weiterkommen. Es ist sicher, deinen Bedürfnissen zu folgen. Das genau. Ist übrigens das kommt jetzt wieder aus meinem Kopf, so eine ganz große insgesamt Wahrnehmung, dass es nicht sicher ist, seinen Bedürfnissen zu folgen, sondern dass man erstmal XY machen muss, bevor man an sich denkt. Und der Schuh geht auf Dauer nicht auf. Ja, richtig. Der Schuh geht nicht auf, weil du erstmal dich gut fühlen musst. Und wenn du deinen Bedürfnissen folgst, dann die ganzen anderen Sachen, das fließt dann einfach nur mit dir. Richtig. Und alles andere, wenn du nicht deinen Bedürfnissen folgst, ist gegen den Fluss. Das heißt, wenn du anfängst, deinen Bedürfnissen zu folgen, weil die Bedürfnisse sind ja in dir eingelagert, damit du eine Richtschnur hast. Also, dass uns Dinge Spaß machen, dass wir ein Bedürfnis für irgendwas haben, dass wir unserem Körper nachgehen, oder wir einen Körper haben, der uns auch Dinge mitteilt. Ja? Das haben wir nicht bekommen, damit wir das ignorieren, sondern wir haben das bekommen, damit wir drauf hören, weil das uns immer zum nächsten Schritt bringt. Und das ist so, und für die Seele, die das gerade hören muss, es ist sicher, seinen Bedürfnissen zu folgen, und es ist sicher, an der Stelle zu springen und den Baum zu verlassen. Es ist in Ordnung, du darfst Geld für dich ausgeben, für was auch immer das jetzt gerade steht, aber du darfst Geld für dich ausgeben, ist in Ordnung, sicher. Ich sage euch mal jetzt gerade, also einmal, genauso wie Mareike sagt, dann haben wir nämlich hier, ich habe gerade über 4 Münzen gesprochen, es wird gleich nochmal richtig geil, pass auf. Wir haben ja über 4 Münzen gesprochen, da sind ja auch noch 6 Münzen, das sind ja insgesamt 10 Münzen. 6 Münzen ist, dann kommt etwas in Balance. Dann kommt etwas in Balance. Und an der Stelle, wo du gerade gesagt hast, du musst springen, habe ich vorhin 10 Mal, bevor wir angefangen haben, überlegt, mache ich jetzt mein WhatsApp hier aus, damit das nicht gongt zwischendurch? Ne, habe ich nicht, weil ich dem Impuls gefolgt bin. Und in dem Moment, wo es gegongt hat, da hört euch nochmal an, was Mareike gesagt hat, spul mal zurück. Denn ich habe gerade eine Nachricht von einer Freundin bekommen, die mir gerade geschrieben hat, crazy shit, ich hab's getan. Das kannst du dir doch auch nicht ausdenken, oder? Ist das geil oder ist das geil, Leute? So. Also für alle Leute, die jetzt bei den Themen noch nicht so ganz drin sind und sich denken, das haben die doch jetzt super geschauspielert. Nein. Ich ziehe euch jetzt nochmal eine Rune. Für alle, die mutig sein wollen, die schon wissen, was ihre Entscheidung ist. Welche Rune unterstützt denn jetzt deinen Sprung ins Glück? So könnte man sagen. So, ich habe hier mein Runensäckchen, könnt ihr euch auf YouTube im Video nochmal angucken. Ich mische das und da ist nichts gefaked. Ja. Was soll ich sagen? Es ist die Reichtumsrune. Ja, hier im Erfolgsstrategie-Podcast. Von 24, ja. Also, kannst du die mal ins Bild halten? Wie sieht ja. Die aus? Ah ja, okay. Ihr werdet die jetzt vermutlich spiegelverkehrt sehen. Ja. Die Striche gehen von einem Strich von oben nach unten und dann von links nach rechts abgehend. Das ist die Fehu-Energie und die steht tatsächlich für Geld. Für Geld, für Feuer, für Power. Und ich habe es vorhin gesagt, die 7. Ja, die 7 ist die Power, die 7 ist auch so Feuersenergie. Und mit dieser Rune geht es einfach so wagenmäßig, geht es steil bergauf, steil vorwärts. Und du kannst dir diese Rune, ich habe hier noch heute eine andere drauf, könnt ihr euch einfach auf die Pulsadern malen. Und wenn diese Rune integriert ist, dann ist die in der Regel abgewaschen. Ja, wenn ihr jetzt ein Finanzthema habt oder eine finanzielle Entscheidung treffen möchtet, dann malt ihr euch die auf. Und dann werdet ihr in den nächsten Tagen spüren, dass sich in eurem Leben etwas verändert, etwas unterstützt, damit ihr Entscheidungen treffen könnt. Okay? Also Fehu Energy, das ist jetzt, also ehrlich mal, das kann sich keiner ausdenken. Ja, die malt ihr euch einfach auf den Körper auf. Ich habe da übrigens auch so einen Runenkurs zu gemacht, falls euch das mehr interessiert. Ja. Voll geil. Ja. Mega. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega, mega cool.
Habe ich jetzt noch eine Moneyflow-Karte oder hast du keine? Ah ja, oh Gott, sorry. Wusch. Also das ist jetzt natürlich so ein halbes Eigeninteresse, logischerweise. Ja, nee, mich durchschoss hier auch gerade so eine Energie der, oh mein Gott, ich liebe mein Leben. Das ist einfach nur geil. Ich glaube, wenn Mareike und ich uns mal persönlich treffen, dann da sprengen wir die universellen Gesetze. So, also Moneyflow-Karte dazu aus diesem mega, und das ist unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Ja, da kommt sie schon raus. Oha, ist ein bisschen länger. Es ist mir eine Ehre, dieses jetzt hier vorzulesen. Ich habe schon eine Vermutung, was es ist. Ja. Also ich weiß es nicht. Ist es Geld folgt der Freude? Nee. Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Es ist noch geiler. Es ist noch geiler. Also, ihr Lieben, es ist ja 10 der Münzen gefallen. 10 der Münzen ist die absolute Fülle im Außen. Es ist die Karte Fülle. So oft lassen wir uns bei Entscheidungen von unserer Angst leiten und nicht durch Liebe oder von unserer Seele. Wir verbieten uns Dinge, die uns wachsen lassen oder Freude machen. Dabei ist Geld so ein Fülleprodukt. Freunde dich doch mal einen Moment mit dem Gedanken an, dass Geld nicht limitiert ist. Dass Geld die ganze Zeit um die Welt zirkuliert und du einfach deinen Widerstand bezüglich Leichtigkeit und Geld verdienen fallen lassen darfst. Nimm deine Maske ab, lass dein Ego fallen und triff eine Entscheidung für dich aus purer Liebe. Schick deine Angst in den Urlaub. Nimm dich als Teil dieses unendlich weiten Universums wahr, das nur dein Bestes will und dich mit allem segnet, was du dir nur wünschst. Und wenn du in diesem Gefühl bist, wie würdest du dich dann heute entscheiden? Also passender könnte diese Karte nicht sein. Ich kann mich daran erinnern, das ist einer der Karten, die ich auf der Zugfahrt von Venedig nach München geschrieben habe. Und zwar den Impuls habe ich aufgenommen, da saß ich Kanal Grande oder wie heißt der noch? Ja. Ja, und saß da vor dem Bahnhof, um auf meinen Zug zu warten und habe so ein paar Frauen wahrgenommen und so ein paar Mangelgedanken und bla bla und dachte, ach, das, die Gedanken, die lasse ich einfach bei denen, das sind ja gar nicht meine. Ja. Und habe das mitgenommen im Zug. Ich habe da ein paar damals da geschrieben, das weiß ich noch im letzten Jahr. Ja, eine ganz wundervolle Karte. Ich habe nichts hinzuzufügen. Das wirkt einfach für sich selbst, würde ich sagen. Sina, ich glaube, dass diese Folge heute und das, was wir heute gemacht haben, bricht sämtliche Erfolgsstrategie-Rekorde. Es gab eine Legung, es gab unglaublich viel Energie, es ist die längste Folge, das kann ich dir jetzt schon sagen, es ist die längste Folge, die es jemals im Erfolgsstrategie-Podcast gegeben hat. Und es war mir einfach ein Riesenfest, liebe Sina. Ja. Was soll ich sagen? Dass ich vorher wusste, dass das die längste Folge wird, das war mir klar. Also ihr Hübschen, für alle jetzt nochmal ganz kurz wieder so ein bisschen down to earth. Ja. Für alle, die jetzt wirklich ganz neu in diesem Thema sind und Spiritualität und denken sich, Moment, was war das jetzt gerade? Ich versichere euch zu 100%, das, was hier gerade passiert ist, wir haben vorher nicht darüber gesprochen. Ich habe das Einzige, was ich der Sina vorher gegeben habe, waren die drei Fragen dazu beginnen mit Berufung und so weiter. Und ich habe gesagt, wir lassen es dann einfach fließen und gucken mal, was passiert. Du hast wahrscheinlich auch Klienten, die dir das genauso bestätigen können, dass du immer genau das gerade sagst, was gerade dran ist. Ist bei mir genau das Gleiche. Und das Ding ist, dass wenn du sagst, ich möchte es auch gerne lernen oder sonst was, das ist auch Übungssache. Das dürfen wir auch wieder lernen, auf sowas zu hören und das einfach fließen zu lassen und so weiter und so fort. Also ich hoffe, wenn du hier jetzt gerade zugehört hast, dass dich das inspiriert hat, dass du daraus einiges mitnehmen konntest. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Punkt gerade ganz doll angesprochen gefühlt. Schreibt gerne Sina, schreibt gerne mir, wo ihr mich findet, wisst ihr sowieso. Das steht ja immer in den Shownotes und auf Insta und auch überall. Und
Sina, wenn man dich finden will, wo findet man dich denn am besten? Ja, also ich würde ganz gerne. Sag's doch nochmal. Ich würde auch in den Shownotes stehen, aber sag's doch nochmal. Genau, das wollte ich nämlich gerade. Danke, dass du mir es schon geschickt hast, die Info, im Vorfeld energetisch gerade. Denn in den Shownotes, da findet ihr einen Link. Da könnt ihr einfach einen Gratis-Call mit mir vereinbaren und dann können wir mal quatschen, wo eure Reise hingehen kann. Und ansonsten findet ihr mich auch auf YouTube, gebt ihr einfach Sina Scheunemann ein oder auch auf Insta gebt ihr Sina Scheunemann ein. Sina und dann Scheune und Mann. It's so easy. Ja, as everything. Yes. Cool. Liebe Sina, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir, dass du heute mal Vollstrategie-Podcast warst. Das war also eine so wundervolle Folge. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Danke, dass du da warst. Und ich danke. Ja. Dir alles Liebe und wir sehen und hören uns sowieso, gell? Genau. Mua. Küsse gehen raus. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet alles zur lieben Sina, auch ihren wundervollen YouTube-Kanal, in meinen Shownotes. Auf ihrem YouTube-Kanal könnt ihr auch mehr von diesen Legungen von ihr sehen. Und ja, ihre Kurse, Kontaktmöglichkeiten etc., all das findet ihr in den Shownotes. Und wie immer, am Ende einer jeder Podcast-Folge von mir wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg bei dem Projekt, an dem du gerade dran bist. Bleib unbedingt dran, deine Mareike.